Thermomix ist halt einfach ein gutes Werkzeug für den täglichen Gebrauch in der Profiküche. Manche sagen, ja, du sparst dir einen Koch ein, wenn du einen Thermomix hast. Aber nur auf die verlassen würde ich mich nicht. Ich mache meine Pürees damit, meine Emulsionen, meine Öle, auch mal gerne Kerne poolen, auch mal einen Teig. Thermomix für mich ist nur gut für Pürees, für meine Eiscremes, für meine Desserts, für meine Vorspeisen und sonstige Sachen. Sogar eine Hollandaise mache ich lieber per Hand. Brokkoli garen im Dampfgarer, das machen wir nicht. Aber Suppen mixen, das wird alles schon so gemacht, ja. Morgens, wenn wir früh kommen, sind alle Thermomix an bis nachts. Wir brauchen den auch jeden Tag, der läuft auch von morgens bis abends. Und wenn er mal kaputt ist, dann müssen wir uns ihn umgucken. Ich glaube nicht, dass es noch eine Küche gibt im professionellen Bereich auf dem Level, der keinen Thermomix hat. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle dasselbe essen, wenn wir in irgendein Restaurant gehen, wo der Thermomix steht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass alles einheitlich wird, weil du musst halt echt individuell noch, wie du kochst, wie du abschmeckst. Wie gesagt, also wir machen unsere Pürees immer noch auf dem Herd und wird nur im Thermomix püriert. Ich bin halt noch sehr, sehr altmodisch geschult worden und das behält man auch bei. Ja. Jetzt nur weil jetzt neue, moderne Sachen rauskommen, heißt es nicht, dass man alles modern machen muss.